FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Es ist offiziell, der FC Bayern verpflichtet Thiago Alcántara vom FC Barcelona und erfüllt Trainer Pep Guardiola damit einen großen Wunsch. Der Spanier, der nur Thiago genannt wird, unterschreibt nach einem Medizincheck in den nächsten Tagen einen 4-Jahres-Vertrag. Die Ablösesumme liegt bei 25 Millionen Euro. Allerdings zahlt Bayern München nur 20 Millionen Euro. Die Differenz ergibt sich durch ein vereinbartes Freundschaftsspiel. Der 22-jährige Thiago konnte seine außergewöhnlichen Fähigkeiten ja bereits vor 2 Jahren in München unter Beweis stellen, als er im Finale des Audi Cups in der Allianz Arena den FC Barcelona mit 2 Toren zum Sieg gegen Bayern schoss. Ein fantastischer Spieler mit großer Perspektive, so der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, den Pep Guardiola schon als 16-Jährigen förderte. Aktuell wurde Thiago zum besten Spieler der U21-Europameisterschaft gewählt. Unser Team selbst hat nach 11 intensiven Vorbereitungstagen heute einmal frei. Gestern gab es ja zum Abschluss der Periode ein 4:0 im Benefizspiel bei Hansa Rostock. Philipp Lahm, Franck Ribéry, Thomas Müller und Mario Mandzukic erzielten die Treffer. Die Highlights der Partie sind wie immer auf FCB TV zu sehen. Morgen Vormittag ruft Pep Guardiola zum nicht öffentlichen Training. Am Mittwoch und Donnerstag stehen dann je 2 Einheiten auf dem Programm. Am Wochenende geht es dann zum Telekom Cup mit namhafter Konkurrenz aus der Bundesliga. Und die zweite Mannschaft hat einen super Start in die Saison der Regionalliga Bayern hingelegt. Der neue Chefcoach Erik ten Hag konnte beim SV Heimstetten ein 6:0 mit ansehen, in dem Bastian Fischer 3-mal traf. Dazu Oliver Marcuz, Nikola Jelisic und der überragende Wladimir Rankovic. Naja, der war ja gerade mit den Profis auch im Trainingslager. Soweit die News von heute. Die nächsten kommen morgen wieder. Servus.